Schon ganz, ganz lang will ich über Geborgenheit sprechen, weil das ist vor ein paar Wochen aufgekommen, dass ich ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Geborgenheit habe. Und ja, dann habe ich mich ganz viel gefragt, wo kommt es jetzt her und wieso so ein starkes Bedürfnis und fühle ich mich nicht geborgen? Bin ich nicht geborgen? Was ist da los? Und ja, ich habe dann irgendwann erkannt, dass durch all die Arbeit mit der Psycho-Onkologin und mit der Homöopathin, die mich begleiten und was ich dann noch mache, dass ich einfach wahnsinnig viel Schmerz hochhole und auch den Sommer über schon viel so Traumata aufgedeckt habe und dass ich da einfach dann ein ganz, ganz stabiles, warmes, liebevolles Nest brauche, so dass da einfach eine Balance ist. Genau, und jetzt habe ich einfach in letzter Zeit immer mal wieder nachgelesen, mir auch Beiträge angeschaut, was andere so schreiben oder sagen über Geborgenheit und habe in dem Beitrag auch ein bisschen was niedergeschrieben und die Links dazu gepostet. Und das hier finde ich ganz schön als Erklärung, was Geborgenheit eigentlich ist. Geborgenheit ist ein Zustand des Sicherheits- und Wohlgefühls. Es ist Schutz und Unverletzbarkeit. Es symbolisiert auch Nähe, Wärme, Heimat, Ruhe und Frieden. Wo Geborgenheit ist, ist Annahme und Anteilnahme. Wer geborgen ist, empfindet Ruhe, Glück, Zufriedenheit und Sicherheit. Wir brauchen Geborgenheit ein Leben lang, sonst können wir mit all den vielen Herausforderungen und Enttäuschungen nicht umgehen. Geborgenheit ist das Gefühl, da sein zu dürfen. Da, wo er oder sie lebt, getragen zu werden von der Gemeinschaft. Geborgenheit hat Dankbarkeit und mit Dankbarkeit und Zuneigung zu tun. Dieses Gefühl, ich gehöre dazu. Und es ist irgendwie Aufgabe einer Gemeinschaft, sich untereinander umeinander zu kümmern. Ja, und es sind alles gerade jetzt Zitate gewesen von dem Heinz Trompeter. Den habe ich auch im Beitrag halt benannt. Und ganz zum Schluss sagt er auch, die ganze Welt hat irgendwie einen kleinen, unstillbaren Wunsch nach Geborgenheit. Und das hat mich dann irgendwie auch wieder beruhigt und auch das, echt interessante Frau, auch echt schöne Sachen über die Geborgenheit sagt. Und zwar die Lea Hamann. Alles dann im Beitrag. Und für mich war dieses, okay, wie kann ich mir selbst noch Geborgenheit kreieren? Und für mich, ich schaue dann immer, okay, im Außen und im Innen. Und für mich ist eigentlich das Innere noch viel wichtiger, weil da geht es einfach um mich. Was kann ich wirklich unabhängig von Personen, von Orten und allem tun? Aber vielleicht vorweg das Äußere. Also natürlich ist dann einfach so eine ganz, ganz liebevolle, leichte, warme Umgebung. Also ich habe jetzt das Glück, hier wieder mal sesshaft zu sein. Ich war jetzt ganz, ganz lang nicht sesshaft und geschnitten. Es ist hier wunderschön. Ich darf heute in der Sonne sitzen und es ist sehr gemütlich hier und es tut mir gut. Ich fühle mich gerade geborgen. Also praktisch mein Zuhause, der Ort. Wie sieht es da aus? Wie ist die Wohnung hergerichtet? Das Haus, das Zimmer? Dann
einfach auch in Beziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen, kann ich ganz stark schauen, wie ist da die Geborgenheit vorhanden, werde ich so genommen, wie ich bin, werde ich einfach geliebt, wird die Liebe auch immer wieder irgendwie ausgedrückt und gelebt. Ist ja eben, ne, Wohlgefühl, Sicherheit, Unverletzbarkeit, Nähe, Wärme, Heimat, Ruhe, Frieden. Und eben das, wie es auch schon von dem Heinz angesprochen wurde, in der Gemeinschaft. Dass ich einfach schaue, dass es Menschen um mich herum gibt, mit denen ich einfach in einer Beziehung stehe, in regelmäßigen Kontakt. Und die mich auch so nehmen, wie ich bin und auch immer wieder nachfragen, hey, wie geht's dir? Ja, Mann, jetzt tut dieser Finger wieder weh. was noch? Ja, genau, das Innere. Und das Innere ist halt für mich, also es hat auch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich habe früher als Kind nicht genug Geborgenheit bekommen, beziehungsweise dass dieses Gefühl oder dieser Zustand schon frühzeitig ins Wanken kam. Und das ist ganz krass, weil das hat sich eben jetzt bei den letzten Therapiestunden gezeigt. Und jetzt habe ich auch gerade meinen Papa gefragt. Und es stellte sich heraus, dass ich im Alter von, also da, ich war da 2 oder 3 Jahre alt. Und da haben sich meine Eltern schon mal geschieden und waren schon mal ein Jahr lang getrennt. Kamen zwar wieder zusammen, aber ja, es war wohl immer sehr, sehr viel Stress und Streit in der Familie und kein Wunder. Ich glaube, es ist wirklich kein Wunder, dass ich da einen gewissen Mangel auch an Geborgenheit habe und der sich bis jetzt in meinem Erwachsenenalter irgendwie gehalten hat oder auch verborgen war. Also es, ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden. Und das alles in meinem Unterbewusstsein hat das was mit mir gemacht. Es hat mich ja beeinflusst in dem, wie ich Beziehungen lebe und alles. Und jetzt erst ist es mir bewusst und jetzt kann ich das anschauen, damit in Heilung gehen und kann es praktisch nachnähren. Das ist auch so ganz wichtig für mich, für die innere Geborgenheit, dass ich immer wieder mit meiner Vorstellungskraft in der Ruhe, in der Entspannung, in der Wärme, auch immer wieder jetzt so mit Hilfe von geführten Meditationen, vielleicht sogar zurückgehe in die Kindheit und mich sehe und mich in den Arm nehme und mir sage, dass ich geborgen, getragen und geliebt bin und zeige, dass alles gut ist und gut geworden ist. Und jetzt im Erwachsenenalter, immer wenn ich das Bedürfnis habe, ist dann eben auch vielleicht meine Augen schließe und mir vorstelle, dass ich gerade geborgen bin. Und vielleicht, so hat halt die Lea das irgendwie in ihrem Video erklärt, vielleicht stelle ich mir einfach vor, dass eine ganz große Bärenmama bei mir ist und mich umarmt und mich schützt und für mich da ist. Und dass ich das immer und immer und immer wieder mache. Und es wird mit jedem Mal wird's weniger. Und dann werde ich mich wohl glücklich und dankbar schätzen können, dass ich den vorhandenen Mangel einfach in Fülle wandeln konnte und dann in der Gegenwart und in der Zukunft ganz achtsam bleibe, dass das nicht nochmal entstehen kann. Ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Danke euch. Alles Liebe. Namaste.